In diesem Video werde ich für jedes Tor, das ich schieße, ein Good Birthday Upgrade bekommen. Ziel des Videos ist es dann, das beste Good Birthday Team aller Zeiten zu bauen. Doch es gibt einen kleinen Haken an der Sache, Freunde, denn ich starte mit dem schlechtesten saudi-arabischen Team. Und die Tore, die ich im Laufe des Videos für ein Upgrade erzielen muss, werden immer schwieriger und schwieriger. Und für das letzte Upgrade im Video fast sogar schon unmöglich. Für Upgrade Nummer 1 reicht aber erstmal ein normales Tor. Aber Freunde, das Glücksrad bestimmt, mit welcher Position wir das erzielen müssen. Und wir haben Glück, es muss ein Offensivspieler sein. 50, Abdullah Raf, zeig, was du drauf hast. Perfekt, und der erste Gegner sieht auch gar nicht gut aus oder so. Boah, wir sind hier das erste Mal durch und könnten die erste Chance haben. Mach ihn, Finesse, Latte, das gibt's nicht. Matuk, freies Tor. Ja, okay. Der war nix. Aber 6 Minuten gespielt und schon die erste dicke Möglichkeit hier. Oh, Abdullah Raf. Oh, komm rein. Oh, Junge, niemals. Oh. Aber Freunde, das Team ist überraschend gut. Es fehlt nicht mehr viel. Abdullah Raf ist nochmal frei. Junge. Und dann war es endlich soweit. Und Altyrus hat den nächsten Ballgewinn. Spiel in die Mitte. Abdullah Raf, mach es. Er macht's mit dem zweiten Versuch. Und die erste Challenge ist direkt erledigt, Freunde. Und mein Gegner bricht einfach das Spiel ab. Aber verstehe ich, wenn ich ein 50er Abdullah Raf komplett hops nimmt. Und er muss jetzt auch direkt den Verein wieder verlassen. Denn unser erster Spieler ist einer der schnellsten Stürmer Deutschlands. Simon Terodde. Nee, Spaß natürlich nicht, Freunde. Aber ein Terodde-Joke, der musste sein. Es ist natürlich Timo Werner. Mein Name ist Timo Werner. Und der Kerl hat nicht nur 96 Tempo, sondern auch 5 Sterne schwacher Fuß, und das hilft uns sicher bei der nächsten Challenge. Denn für das nächste Upgrade muss ich ein Tor mit dem schwachen Fuß erzielen. Und das ist leicht zu merken, denn wir haben ja tatsächlich nur Rechtsfüße im Team, außer den Linksverteidiger. Oh, Timo Werner, jetzt mit links, Junge, mit links! Das ist rechts und den trifft er auch nicht. Timo Werner, versuch's von da draußen! Gar nicht schlecht. Oh, Altyrus. Oh, der Keeper ist raus. Nee, das ist der rechte, nicht der linke, aber was für ein Abschluss eigentlich. Nur halt leider mit dem falschen Fuß. Oh, Timo Werner, kein Druck, Junge. Mein Name ist Timo Werner. Nee, Bruder, dein Name ist Timo Schossentod. Matuk macht den Robben. Junge, was war das für ein Abschluss? Oh. Aber dann war Timo Werner wieder frei durch. Oh, Timo Werner arbeitet sich die Kugel vorbei am Keeper mit links, Timo Werner, das war ein sehr einfaches Tor. Und ich hab's euch ja gesagt, 5 Sterne Weakfoot auf Timo Werner, die haben sich ausgezahlt. Und wir holen uns ein Upgrade fürs offensive Mittelfeld. Abonnieren geht. Und Thomas Müller kommt in die Mannschaft. Der hat vor kurzem gegen den BVB seinen 25. Doppelpack geschossen, und das hilft uns sicher bei der nächsten Challenge weiter. Denn für das nächste Upgrade muss ich einen Doppelpack erzielen. Oh, Timo Werner ist direkt mal frei durch. Elfmeter. Und der Gefaulte soll ja eigentlich nicht selber schießen, aber Timo Werner zeigt warum. Oh, nee. Oh, aber Werner arbeitet sich nochmal die Kugel, Timo Werner, und jetzt macht das besser. Junge, warum bricht er jetzt das Spiel ab? Ich versteh's nicht. Na gut, daneben jetzt Versuch Nummer 2. Und das Spiel begann gleich mal mit einer super Aktion. Oh, Gegner ist frei durch, nicht zum Schuss kommen lassen. Pfosten, Junge, was ist das? Als ob wir hier ein Eigentor schießen. Was ist denn da los? Oh, Timo Werner frei durch. Timo Werner macht den ersten. 9 Minuten. Jetzt bitte das zweite nachlegen. Und habt ihr es gesehen? Wieder hat das mit dem schwachen Fuß gemacht. Oh, Timo Werner. Oh. Timo Werner ganz frei durch. Mach ihn wieder mit links. Der macht's wieder mit links. Und das ist der Doppelpack nach 20 Minuten. Maschine. Die Challenge war so geschafft, aber Timo Werner hatte noch nicht genug. Timo Werner, der ist wieder durch. Will wieder den linken verwenden und macht auch den Hattrick. Also, geisteskrank der Kerl. Timo Werner links. Das gibt's nicht. Das ist das vierte Tor, der doppelte Doppelpack. Und alle Tore mit links. Ich hab's doch immer schon gesagt, der Kerl ist ein eiskalter Torjäger. Timo Schossentod! Deshalb bin ich nie gesagt, Freunde. Anyway, wir holen unser drittes Upgrade, und das für die Innenverteidigung, Mats Hummels. Endlich mal ein Verteidiger, damit uns das nicht passiert, dass wir 4 Tore bekommen. Und er wird uns sicher bei der nächsten Challenge weiterhelfen, und das ist eine Doppel-Challenge. Einerseits muss ich für das nächste Upgrade ein Kopfballtor erzielen, und andererseits mit Mats Hummels als Kapitän mit Deutschland die WM gewinnen. Oh, da haben wir gleich mal die Chance, aber Timo Werner hüpft unter der Kugel durch. Aber Freunde, um die Kopfball-Challenge noch spannender zu machen, sollte mein Gegner treffen, bevor ich einen Kopfball erzielt habe, muss ich ein 25k-Pack discarden. Und Timo Werner schnappt sich die Kugel wieder. Kopfball, das ist ein Volley, Digga. Warum? Oh, Timo Werner arbeitet sich wieder die Kugel, muss jetzt nur die Flanke bringen auf Thomas Müller. Komm, Thomas! Oh, Al-Habib auf Müller, das ist immerhin ein Kopfball. Ja, gar nicht so schlecht. Timo Werner, jetzt aber Müller, Kopfball! Müller mit dem Flugkopfball, und das ist die nächste Challenge erledigt, Freunde. Thomas Müller, 92 Kopfbälle, was eine Maschine, und erspart mir hier das Discard-Pack. Ach so, nee, Moment, ganz vergessen, Freunde. Vor dem Tor mit Müller habe ich ja noch 4 Gegentore kassiert.
Also Freunde, wir gehen rein. 25k Discard Pack. Oh komm, bitte nichts Gutes, bitte nichts Gutes. Schweiz, Torwart, wird's Kobel? Wird's Kobel, ein Dortmunder? Ganz ehrlich, den discard ich gern. Und da war wirklich nur Schmutz dabei. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sich Deutschland mit Mats Hummels als Kapitän bei der WM schlägt. In der Gruppe bekommt man es mit Mexiko, Australien und Norwegen zu tun. Das sollte machbar sein. Und das erste Spiel gegen Australien gewinnt man mit 4:1. Spiel 2 gegen Mexiko und da gibt's eine Niederlage. Oh ja, ja. Es entscheidet jetzt also das Spiel gegen Norwegen. Hummels oder Haaland und es ist Hummels. 3:1 für Deutschland und die stehen im Achtelfinale. Dort geht es dann gegen die Ukraine, dazu aber später mehr. Wir gönnen uns jetzt erstmal das nächste Upgrade. Wir holen uns Anthony von Manchester United. Und wie ihr alle wisst, der Kerl macht furchtbar gern Kreisel und das könnte uns in der nächsten Challenge helfen. Denn für das nächste Upgrade muss ich den Torwart umkreisen und einfach mit dem Ball ins Tor laufen. Anthony, Anthony, jetzt ist er am Ball. Hey, Gegenspieler, ohne Schubsen. Mann ey, check den da einfach weg, Bruder. Timo Werner auf Anthony, auf Anthony, auf Anthony. Mit dem Skill am Tor ist er fast vorbei. Anthony frei durch, Anthony frei durch. Jetzt nur noch in die Mitte spielen und jetzt irgendwie am Keeper vorbei. Ah, nix da. Und Freunde, es wollte in diesem Spiel einfach nichts gelingen. Wir lagen 0:5 hinten, hatten kaum Chancen, aber dann passierte das hier. Oh, jetzt die Riesenchance. Timo Werner ganz frei durch. Timo Werner ganz frei durch auf Müller. Auf Müller, lauf ins Tor, Tommy. Lauf ins Tor, Tommy. Er läuft ins Tor. Sü! Und das ist diese Challenge. Oh mein Gott. Endlich. Und wir holen unser nächstes Upgrade. Alex Telles für die Linksverteidigung. Der Bruder hat 94 Schusskraft und 90 Weitschüsse und das hilft uns sicher bei der nächsten Challenge. Denn für das nächste Upgrade muss ich ein Powershot-Tor erzielen. Ach so, nach Siegen gegen die Ukraine und Italien lebt der WM-Traum von Deutschland und Mats Hummels weiter und es geht im Halbfinale gegen den Erzrivalen England. Und ganz wild, Freunde, irgendwie hat es auch Rumänien ins WM-Halbfinale geschafft. Aber davor konzentrieren wir uns jetzt auf das Powershot-Tor. Timo Werner, Powershot, Powershot! Oh, der geht nicht rein, das gibt's nicht. Und Freunde, die erste Chance per Powershot zu treffen haben wir also vergeben. Aber was ich euch noch nicht gesagt habe, ich habe vor dem Spiel auch noch das Glücksrad gedreht, um zu sehen, wie viele Chancen ich bekomme. Und ich bekomme nur 5 Chancen. Sollte ich in den 5 Chancen kein Powershot-Tor machen, dann muss ich ein 75k-Pack discarden. Telles, jetzt vielleicht per Freistoß. Zählt zwar nicht als Powershot, aber der ist gut. Oh, das wäre ein geiles Tor gewesen. Al-Habib, Al-Habib, das war der schwächste Powershot aller Zeiten. Ja, Freunde, und damit habe ich jetzt nur noch 3 Versuche Zeit. Timo Werner, Timo Werner, Timo Werner, süß! Was ist das für eine Fackel? Und das ist ein geiles Powershot-Tor. Und die nächste Challenge erledigt. Aber wisst ihr was, ich habe das Spiel trotzdem 6:1 verloren, war grottenschlecht und muss jetzt als Bestrafung einen Löffel Tabasco-Soße essen. Also dann, let's go. Oh, holy shit, das ist scharf. Da werde ich nachher Feuer speien wie Glurak. Aber das Gute ist, wir bekommen das nächste Upgrade. Und das ist ein 93er Bernardo Silva. Die beste Karte in diesem Team. Der Bruder hat 84 Volleys. Das hilft uns sicher bei der nächsten Challenge. Denn da muss ich ein Volley-Tor erzielen. Ach so, und Mats Hummels steht nach einem 3:2-Sieg gegen England tatsächlich im WM-Finale. Und dort wartet natürlich Frankreich. Aber wir gehen jetzt davor erstmal wieder zu Bernardo Silva und der Volley-Challenge. Müller, Werner, Timo Werner, Sü, die Challenge, oh nee, es ist abseits. Oh, schade. Timo Werner ist alleine durch, aber dann muss er sich den selber aufspielen, fast. Oh, nächste Chance, rüber, Volley, Anthony, was ist denn das, warum? Timo Werner, jetzt nur den Ball irgendwie in die Mitte bringen und Volley, Scorpion Kick, Thomas Müller. Ja, leck mich fett, da soll nochmal einer sagen, der Kerl kann nicht Fußball spielen. Was ein geiles Tor. Und bevor es jetzt das nächste Upgrade gibt, gucken wir noch, ob Mats Hummels Deutschland zum WM-Titel führen kann. Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Oh, Elfmeter im WM-Finale. Mats Hummels, mach ihn. Komm, die Ruhe weg. Oben links, Junge. Oben links, Mats Hummels. Den hat man ja. Hummels mit dem Alleingang. Hummels. Sü, mit dem Tor 1:0 im WM-Finale. Jetzt nur noch das Ding über die Zeit bringen. Und jetzt, Freunde, das Ding ist durch. Mats Hummels trifft und führt Deutschland zum Weltmeistertitel. Wir bekommen 2 Upgrades. Einmal Simon Kjær als Partner für Hummels in der Innenverteidigung und einmal eine der geilsten Fab-Birthday-Karten. Stefan El Shaarawy. Zugegeben, ja, da gibt's auch noch Vinicius Junior, aber ganz ehrlich, der kostet 3 Millionen Münzen. Da müsste ich, keine Ahnung, meine Niere verkaufen. Und nach kurzer Recherche, wie viele Nieren man denn eigentlich zum Überleben braucht, hab ich ihn dann doch noch für ein Spiel gekauft. Und in eine Mannschaft nur mit Schalke-Spielern gepackt, um zu testen, was der Kerl wirklich drauf hat. Und die erste Aktion war direkt fast ein Traumtor. Vini Junior, komm, Rainbow Flick, Molly, komm, oh, der Keeper, oh mein Gott, das wär's gewesen. Danach kassierten wir aber 2 Tore und ich dachte, boah, Digga, nicht mal Vini Junior kann Schalke carryen. Aber dann zündete die Traum Connection mit Simon Terodde. Vini in die Mitte auf Terodde. Oh, was ein Pass. Terodde, Süh, der Goat macht's natürlich.
natürlich. Doch es wurde noch besser. Kurz darauf holte er einen Elfmeter raus und verwandelte den natürlich auch. Alles war so wieder ausgeglichen und dann waren es wieder Terode und Vinny Junior. Vinny Junior, komm, spiel den Pass auf Terode. Terode wieder zu Vinny. Vinny, komm, Vinny, macht's, Junge. Ihr seid solche Macher. Und unser Gegner hatte dann genug. Vinny Junior war Man of the Match und der Verkauf meiner Niere hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Aber jetzt geht's wieder weiter mit Fabi und der nächsten Challenge. Und ein Lupfertor kann Stefan El Jarawi sicher auch erzählen, denn das ist die nächste Challenge. Anthony, jetzt über außen. Junge, bist du lost, läuft einfach ins Aus. Oh, jetzt Müller. Müller, versuch's doch einfach mal, Müller! Zumindest ein Versuch hier. Naja, hat auch nur 49 Minuten gedauert und wir haben erst 4 Gegentore kassiert. Aber jetzt, Anthony, in die Mitte, wenn er den einfach reinlupft ins leere Tor, Digga, Timo Werner! Ja, never mind, wir haben jetzt das 5 kassiert. El Sharawi, mach den Rückzieher, aber da musst du doch auch mal abschließen, Fabi! Oh, aber jetzt ganz frei durch, Thomas Müller, Müller! Drüber. Oh, ich hasse diese Challenge. El Sharawi, macht er gut, aber jetzt muss der Keeper vom Gegner mal kommen, da kann ich doch nicht drüber lupfen. Also, schon drüber lupfen, aber nicht über den Keeper ins Tor. Ja, egal hier. Jetzt vielleicht Anthony, er kommt mit dem Keeper raus, Anthony macht's, 81. Minute, nächste Challenge. Erledigt. Und wir holen uns endlich das nächste Upgrade fürs Mittelfeld. Bruno Guimarães, na, jetzt aber. Der ist Brasilianer und hat 5 Sterne Skills und das hilft uns sicher bei der vorletzten Challenge. Und Freunde, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst, denn bisher waren die Challenges schon schwer, aber die letzten 2 Challenges sind die schwierigsten in diesem Video. Denn für das nächste Upgrade muss ich jetzt einen Rainbow Flick machen, aber über den gegnerischen Torhüter. Oh, El Sharawi frei durch. El Sharawi, der hat die 5 Sterne Skills, aber kommt nicht über den Keeper. Jetzt Guimarães, drüber über den Keeper, Volley rein, Sü! Wie gesagt, der Neuzugang zündet und... Also die schwere Challenge direkt schaffen, das hätte ich nicht gedacht. Freunde, und daraufhin macht mein Gegner direkt mal beim Anstoß auch einen Rainbow Flick. Und wir holen uns das Upgrade Joachim Mehle als neuen Rechtsverteidiger. Und das Team sieht jetzt schon sehr, sehr geil aus. Bis auf den Torhüter. Aber unser Torhüter Al-Nassr ist jetzt der Star in der letzten Challenge. Denn für das letzte Upgrade muss ich einen Hattrick erzielen. Aber mit dem Torhüter. Und dafür geht der Kerl in den Sturm und Timo Werner... erstmal ins Tor. Achso, und für jedes Gegentor, das Timo Werner kassiert, muss ich außerdem noch ein 75k-Pack discarden. Was meinst du? Schaffe ich diese letzte Challenge? Schreib's jetzt gern unten in die Kommentare. Oh, Chance. Und Timo Werner mit der ersten Parade. Wichtig. Jetzt Al-Nassr mit der ersten Chance. Oh, das wird schwierig. Thomas Müller rüber auf Al-Nassr. Rüber auf Al-Nassr. Und das ist das erste Tor. Und mein Gegner hat eine Pause angemeldet, Freunde. Oh, komm, bitte Ragequit. Und er macht den Ragequit. Und damit ist auch diese Challenge erledigt, Freunde. Und damit darf Al-Nassr gehen. Und André Onana vervollständigt dieses Football-Team. Und wenn dir diese verrückte Upgrade-Challenge gefallen hat, dann wird dir sicher auch diese Upgrade-Challenge gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weiter gucken.